Jeder Bus, der steht, hat wirklich irgendwas Eigenes. Hallihallo Freunde, heute sind wir in Wietzendorf. Ich werde euch das mal ein bisschen zeigen hier. Noch sind wir nicht auf dem Gelände und werden wahrscheinlich auch mit dem Bus nicht drauf fahren, weil kostet eben 50 Euro und das wollen wir uns sparen. Mal schauen, wenn es euch sehr gut gefällt und ich vielleicht auch ein paar Leute von euch treffe oder so, dann werden wir das vielleicht noch machen, aber das werden wir dann sehen. Also, viel Spaß. Jetzt ist der nächste Morgen. Wir hatten gestern echt noch ein bisschen Spaß. Hier war noch ein bisschen Musik an und sowas alles. Und dann haben wir noch ein paar Leute getroffen, die mich eben auch kannten und so, haben mit denen geschnackt und so. War echt super interessant eigentlich. Jetzt haben wir hier auf dem Parkplatz irgendwo geschlafen, weil wir eben halt nicht aufs Gelände gegangen sind mit den Autos. Und heute geht es ja noch mal ein bisschen weiter. Und ich werde euch noch mal ein paar schöne Szenen zeigen. Mal ein bisschen nett. Nein, guck ich nicht. Ich will da nicht drauf sein. So. Ja Leute, das war das Treffen in Wietzendorf. Falls ich ein bisschen komisch aussehe, ich war gerade wieder derbst am Schrauben. Das Video kommt auf jeden Fall. Seid gespannt, was passiert ist. Es ist nämlich einiges passiert. Und mir hat es echt mega gut gefallen. Das nächste Jahr würde ich auch überlegen, auf jeden Fall mit aufs Gelände zu fahren. Das war dieses Jahr einfach nur, weil ich es noch nicht kannte und weil ich noch ein bisschen skeptisch war. Aber die Skepsis ist auf jeden Fall gefallen. Nächstes Jahr werde ich mich auf jeden Fall anders entscheiden, wenn ich denn die Zeit habe. Was ich auch sehr cool fand an dem Treffen war, die ganzen Teile, die da rumlagen. Also Ersatzteile für jegliche Busse, die man sich einfach angucken konnte und natürlich auch kaufen konnte. Mein Kollege zum Beispiel, der hat eine Drehkonsole für den T4 gekauft, per PayPal überwiesen, zack, zack, und dann war das Ding erledigt. Das ist einfach cool. Es macht einfach Spaß, mit den Leuten sich zu unterhalten. Dann natürlich auch super geil, dass ich mittendrin bin in der Community sozusagen, mich einfach auch ein paar Leute kennen und ansprechen, also das macht einfach super Laune. Und eins möchte ich zum Schluss gerne noch sagen, weil mir aufgefallen ist, dass einige kommentiert haben, dass meine Videos jetzt immer so ein bisschen kürzer sind und so. Ich bin jetzt gerade am Arbeiten und auf dem Weg dahin, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Deswegen habe ich ein bisschen weniger Zeit einfach. Und auch jetzt in Wietzendorf habe ich einfach versucht, das Treffen zu genießen. Und deshalb ist das auch ein bisschen shorter geworden. Aber man kann auch einfach nicht jeden Bus filmen. Also jeder Bus, der steht, hat wirklich irgendwas Eigenes. Und wenn man das alles filmen würde, dann würde das wirklich hinausgehen. Und ich hoffe, euch haben die Eindrücke gereicht. Euch hat es viel Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ich kann euch nur empfehlen, mal so ein VW-Bus-Treffen zu besuchen. Und vielleicht treffen wir uns da auch mal. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal irgendwo. Und wenn, dann auf jeden Fall im nächsten Video. Also, haut rein.